Eine Woche später sitzen Anna und Lina bei Stefan im Reisebüro ins Glück. Linas Chefin hat ihr erlaubt, am Ende des Sommers eine Woche Urlaub zu nehmen. Das Café wird in dieser Woche geschlossen bleiben. Lina möchte mit Anna für eine Woche an die Nordsee reisen. Stefan möchte ihnen dabei helfen, eine spannende Reise zu planen. Er tippt auf seiner Tastatur und nach einigen Minuten schaut er Lina und Anna triumphierend an. Was haltet ihr von Büsum? Fragt er die beiden. Büsum? Rufen Lina und Anna verwirrt. Dann nennt er ihnen genauere Details. Ja, Büsum! Es ist ein kleiner Ferienort an der Nordseeküste. Er liegt direkt am Meer. Bei Touristen ist er wegen des schönen Strandes und den vielen leckeren Restaurants mit Spezialitäten aus der Region sehr beliebt. Anna und Lina schauen sich glücklich an. Ich liebe das Meer und vor allem Restaurants mit frischem Fisch und Meeresfrüchten. Bestätigt Anna. Ich auch. Stimmt Lina zu. Nach 3 Wochen ist der große Tag gekommen. Die Koffer sind gepackt und Anna steht mit Sonnenhut und Kamera in der Hand im Flur und wartet auf Lina. Seitdem Lina und Stefan ein Paar sind, haben die beiden Freundinnen nicht mehr so viel Zeit zusammen verbracht. Deshalb freuen sie sich besonders auf den Urlaub. Da Annas Auto wieder kaputt und in der Werkstatt ist, nehmen sie den Zug. Auch in Büsum gibt es einen Bahnhof, haben die beiden auf der Karte festgestellt. Nun sitzen sie allein in ihrem Zugabteil. Das Fenster ist offen und der angenehme Fahrtwind weht Lina und Anna um die Nasen. Anna macht auf ihrem Handy ihr Lieblingslied an und beide Freundinnen singen gelassen zusammen. Wusstest du, dein Kopf auf meinen Schultern, deine Arme und mein Hals. Wusstest du, Als sie sicher an ihrem Ziel in Büsum ankommen, sind sie sprachlos. So schön, sagt Lina begeistert. Deutschland hat wirklich wunderschöne Ecken. Stimmt Anna zu. Fast so schön wie Spanien. Beide lachen. Die Woche vergeht wie im Flug und Lina und Anna genießen lange Spaziergänge am Strand, interessante Gespräche und natürlich frischen Fisch im Restaurant. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge steigen sie in den Zug zurück nach Köln. Es war wirklich eine schöne Woche. Aber nun freuen sie sich auch wieder auf ihr gewohntes Umfeld.